Hey Leute, Prost. Ich wollte mal wieder ein kleines Update bringen. Einige von euch fragen ja vielleicht, was mit meinem Camper-Ausbau wird, weil ich mir ja schon lange vorgenommen habe und auch in einigen Videos schon mal angesprochen hatte. Also aktuell geht's nicht. Ich habe gestern und heute schon angefangen. Genauer gesagt habe ich am Montag schon angefangen. Ich hatte ja auch schon länger geplant, meine Elektrik abzugeben. Und da habe ich mir einen Ladebooster besorgt. Die meisten Autos regeln ja mittlerweile die Lichtmaschine runter, wenn aktuell weniger Strom verbraucht wird. Dazu habe ich mir jetzt auch einen Ladebooster besorgt. Bei meiner Rumänien-Tour ist das nicht so aufgefallen. Da bin ich ja jeden Tag viele Kilometer gefahren. Und dadurch wurde die Zusatzbatterie immer genug geladen. Aber bei meiner diesjährigen Tour bin ja jetzt durch die Slowakei und über Polen wieder zurück, bin ich mehr oder weniger auf kürzere Strecken gefahren. Kürzeste war vielleicht mal 80 und die weiteste mal 200 und sowas Kilometer. Dann habe ich auch mal 2 Tage an dem Ort geblieben, dann bin ich 2 Tage dort geblieben. Also dieses Jahr bin ich deutlich weniger gefahren. Ich kann es aber auch gar nicht sagen, ich habe gar nicht mitgezählt. Ich hatte zwar so einen Trägerlöwen, habe ich aber nie drauf geguckt, was der letztendlich angezeigt hat. Müsste ich auch nochmal machen. In Rumänien war eigentlich durch die großen Strecken immer genug Strom auf der Batterie. Und jetzt auf der kurzen, auf der kleineren Tour, da hatte ich immer wieder mal die Zusatzbatterie ziemlich leer gesaugt. Ja, und dass die Autos in die Lichtmaschine runterregeln, wird ja Zusatzbatterie dann weniger geladen und dazu gibt es dann die Ladebooster. Die stellen während der Fahrt genügend Ladespannung für die Zusatzbatterie zur Verfügung. Da wird die Spannung sozusagen nochmal hochtransformiert, dass die Zusatzbatterie genügend Ladung kriegt. Ja, und weil ich mich jetzt echt in Unkosten gestürzt hatte, dachte ich, okay, dann machst du gleich Nägel mit Köpfen und legst gleich auch keine drauf und kaufst dir eine bessere Batterie. Und da hab ich mir jetzt eine 150 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat Batterie, kurz LiFePO4 gekauft. Und die ist mittlerweile auch geliefert worden. Kommen allerdings den Ladebooster und die Batterie habe ich direkt in China bestellt, da war es nochmal einen ganzen Tag billiger. Naja, ich werde mal sehen, also ich sag mal, mit vielen, weil ich von Chinesen direkt bestellt habe, war ich eigentlich zufrieden gewesen. Ob es damit jetzt auch so ist, wird sich rausstellen. Aber ich werde demnächst nochmal was erklären. Oder ich werde dazu sagen. Ja, dann habe ich mir noch eine Sparholzbox dazu gekauft. Die ist ganz gut. Ziemlich stabil, bin ich eigentlich auch ganz zufrieden, weil ich dann fünfmal so bei Amazon irgendwas. Jedenfalls, da will ich die ganze Elektrik einbauen. Und da habe ich am Montag angefangen, Dienstag weitergemacht. Jetzt habe ich meine Teile alle drin, jetzt muss ich die Box bloß noch im Auto anschließen. Habe ich noch nie gemacht und getestet. Wie gesagt, wird sich herausstellen, ob die Batterie und der Booster funktionieren.
Hab dann ja auch schon länger mal gesucht nach Campingmöbeln und Tipps vom Ausbau und so weiter. Und dabei habe ich dann auch irgendwo den Tipp gefunden, dass dieses 3D-Grafikprogramm SketchUp online zu nutzen geht, über den Browser, kostenlos. Da kann man sich schon mal schön einen Überblick machen, wie die Platzverhältnisse im Auto sind und so weiter. Ich habe hier ganz grob meinen Innenraum stilisiert und die Möbel einfach bloß als Rechtecke und Quader aufgezogen. Und da kann man das alles schön verschieben und machen. Ist eine feine Sache. Ja, vielleicht werde ich demnächst mal ein Video darüber machen, über das Programm, wie ich da vorgegangen bin. Aber ihr könnt euch derweil, ich werde das hier verlinken, beziehungsweise unten dann in der Beschreibung, die Steffi von Canvas hat das eigentlich ganz gut beschrieben, was sie nicht gemacht hat. Ich hänge euch den Link jedenfalls mal zu dem Video mit dran. Ja, jedenfalls habe ich hin und her gesucht und gemacht. Dachte mir mit dem Schrank, das traue ich mir irgendwie niederrig zu, habe ich mir dafür einen Bausatz bestellt für zwei kleine Schränke von Rumbach. Gibt es eigentlich ganz gutes Zeug, so als Fertigstoff. Nur gut, die haben beschrieben, was da zu kochen muss. Ich habe natürlich nur gar nichts vergessen, davon zu bestellen, aber na gut. Habe ich gestern heute die Schränke so erstmal so weit zusammengebaut, wie es geht. Gestern merkte ich dann, dass mir noch was fehlte. Bin ich nochmal in den Baumarkt, hab mir was geholt. Ich blöde, ich habe extra schon am Rechner geguckt, aber wie dran gedacht, da ich selber den zweiten Schrank noch hab. Und komplett zu wenig bedroht. Dann bin ich ja dann noch eine Sitzbank auf der anderen Seite machen und mich dann ausklappen kann, dass da Bett drauf wird. Nachdem ich dort auch eine Kiste mit drin habe, beziehungsweise weil ich dort mein Bettzeug mit drin haben kann und sowas, habe ich mir noch nie 100% ausgedacht, wie ich das baue. Ich habe da so ein paar Ideen. Hat ja auch der René Klär in seinem Video ganz gut erklärt. Der hat sich ein Hundefängerauto hier, den Dacia Dapper, umgebaut als Wohnmobil. Ich verlinke das nochmal unten. Da die Schränke sind jetzt eben schon ziemlich weit zusammengesetzt. Da könnt ihr ja sehen, wie ich mir das ungefähr vorstelle, wie das weitergehen soll. Hab jedenfalls noch volles Programm. Und gelang erstmal. Ciao.